böser Steinbeißer von der unendlichen Geschichte. La 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 la. Auf ins Getümmel! Woo! So. Ach ja, jetzt kommt ja wieder so eine tolle Sequenz. Stimmt ja. Oh, entsetztes Gesicht. Ganz entsetzt ist er. Und Eisbären kommen raus. Okay, und... Ach, der ist ja gar nicht so riesig, wie ich gedacht habe. Der wirkt ja eher so wie ein etwas größerer hier von dem Fantastischen Vier. Dieser... Keine Ahnung, wie der heißt. Ich setze mich damit nicht auseinander. Ich sehe das nur. Und unser Fahrer ist immer noch entsetzt, wie sonst was. Ja. Ah, der Eisberg. Du machst den Eisberg wütend. Los geht's. Doppelte Ausrufezeichen. Was ist los? Ja, überhaupt keine Einleitung. Sagt meiner überhaupt nichts? Sagt Sparky überhaupt nichts? Wie gay ist das denn bitte? Wie scheiße ist das, der einfach voran. Ist das scheiße? Das ist mal gay. Wow. Okay. Okay. Auf jeden Fall nicht mehr diese Pöller küssen. Nein, nicht mehr. Hm, was war das nochmal? Das war so eine tolle Boom-Explosion, wa? Bringt das hier über... Anscheinend hat es etwas gebracht. Aber, der ist dazu auch noch relativ schnell. Hilfe, Hilfe. Das ist nicht schön mit diesen Eispöllern. Die Pylonen, die der da hinsetzt. Oh shit! Gelbe. Kaputt. So, immer noch erste Runde. Oh, das ist ja richtig viel, wo wir hier lang gehen müssen. Oh shit. Wenn wir. Ich meine, wenn wir vor dem sind, sollte es ja keine Probleme geben. Der lässt sich auch nicht angreifen, die Sau. Oh, fuck. Jetzt habe ich ein Problem. Auf geht's. Nein. Wieso hat der auch da eins gesetzt? Das ist... Egal, das ist alles noch im Rahmen des Möglichen. Das lässt sich alles noch erwirtschaften. Au. Au. Nein, du setzt... Ich wollte gerade sagen, du setzt da nichts, du. Knack, 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 knack. Das ist doch doof. Ah, aber hey, der wird lalalala langsamer. Und ich rutsche mir die Arschbacken weg. Hilfe. Oh mein Gott. Ja, ihr... Au. Hey, das war ganz gut. Aber das... Das... war riskant. Das war riskant. Aber das geht noch. Wow. Also läuft ja doch besser gegen den Boss, als ich gedacht habe. Jetzt haben wir... Schaut mal auf die Karte. Jetzt haben wir ja... Woher haben wir jetzt den massigen Vorsprung? Hat er sich verlaufen? Oh, egal. Hat ja doch beim ersten Mal funktioniert. Habe ich nicht mit gerechnet. Ist umso besser. Jo. Drücke. Jo. Der Eisberg. Böse Eisberg wollte so gern gegen Rockefeller fahren. Und jetzt darf Eisberg gar nicht. Ach, mach dir nichts draus, Eisberg. Ich finde, du bist ganz toll gefahren. Und es gibt immer ein nächstes Mal. Boost. Naja. Meint Lego sagt's wirklich? Eisberg ist toller Fahrer? Klar. Ganz toll. Du hättest mich fast geschafft. Yippie! Eisberg toller Fahrer. Danke, Lego Sachs. Ach, dafür ist... Ah, das ist das Zuhause von dem Idioten. Okay. Ach ja, jetzt kriege ich übrigens diese tollen Mega-Reifen. Ja, Mega-Reifen. Eisberg gibt Lego Sachs Geschenk. Eisberg finden ganz tolle Räder für kleine Autos. Eisberg nix brauchen Räder. Aber helfen Lego Sachs, okay. Wow, danke, Herr Eisenmast zum Sprung. Kein Problem, tschüss. Ah, Sparky ist wieder da. Gut gemacht, mein Freund. Was für ein Rennen.
Und jetzt hast du auch noch die superreifen Textur langsam von Eisberg. Damit hast du viel bessere Haftung, zum Glück, und kannst Kurven leichter nehmen. Komm jetzt zurück nach Sandy Bay. Ja, raste aus. Komm, ja, raste aus, komm. Du darfst ausrasten, kein Problem. Gute Arbeit, mein Freund. Du hast diese Welt geschafft. Jetzt solltest du nach Sandy Bay zurückkehren. Das hast du schon gesagt. Danke. Von dort aus kannst du in die anderen Lego-Welten reisen. Immer noch? Ich will nur nach Xelex. Beenden wir diesen Scheiß. Diesen Scheiß. Was wir hier noch brauchen, ist dieser eine. Und, ach ja, ich muss den ja dafür fragen. War das Enter oder was hier? 3. Ist das eine scheiß Steuerung? Bla, halt. Ja, ich brauche deine Hilfe. Hier, erforscht, bitte. Enter. Bam, badadadadadad. Jo, und jetzt suchen wir uns nochmal. Schauen wir einfach mal nach, wie toll jetzt unsere tolle Haftung ist. Und dann begeben wir uns auf die Suche zu tief. Dann begeben wir uns jetzt mal auf die Suche nach den dritten goldenen Stein, weil der muss hier ja irgendwo auch noch sein. Kann ja nicht sein, dass man den hier überhaupt nicht findet. Hier unten ist er nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo wir die anderen gefunden haben, aber einer war, meine ich, auf dem Berg und der eine, also ein anderer war in der Nähe von so einem Gletscher. Ach, da unten darf ich auch nicht lang. Okay. Ist ja gut. Ist doch kein Problem. Wenn ihr das Spiel ja selber, ich fliege viel zu weit mit meiner starken Leistung. Wenn ihr das Spiel selber mal gespielt habt und vielleicht noch wisst, wo das ist, der letzte Stein hier, den ich hier suche, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare reinschreiben, weil dann brauche ich mich hier nicht zu Tode suchen, weil entweder will ich hier selber suchen oder ich nehme eure kooperative Hilfe in Anspruch, aber ich habe keine Lust, mir dafür extra jetzt so irgendwelche Sachen aus dem Internet anzuschauen. Nicht, dass ich in der Weise zu faul wäre, nur so Spielelösung, nee, will ich da nicht nehmen. Hier unten bin ich auch noch nie lang gefahren. Vielleicht ist der hier, vielleicht auch nicht. Ich tendiere auf Letzteres. Oh, fuck. Ist der, nee, ist der vielleicht da oben drauf? Jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geschaut. So ein Blödsinn. Naja, das wird schon, sag mal an. Nicht runterrollen. Echt, ich brauch dich hier oben. Dieser Fahrer ist nicht kooperativ. Fahren wir nochmal um die Insel herum. Dass das immer Inseln sind. Die haben nie wirklich ein großes Festland. Auch nicht hier bei den Spielen von Lego Insel ist das ja auch immer so, dass es immer so kleine Abschnitte sind. Die können sich einfach nicht viel leisten, ne? Hauptsache, die haben übelst viel Wasser überall. Kann die umfahren? Nee, ich kann nicht drüber fahren. Okay, vielleicht befragen wir einfach mal die Dorfbewohner. Wir starten eine Expedition zu der Stelle, wo das Flugzeug abgestürzt ist. Ja, vielleicht gibt es dort etwas zu bergen. Flugzeugabsturz. Da gab es wohl für uns etwas zu bergen, was wir schon geborgen haben. Was ist mit dir? Nix. Nein, ich schon wieder runterrollen. Wir haben doch jetzt super Haftung. Komm, das schaffst du. Das schaffst du nicht. Zu steil. Aber hier in der weißen Welt ist das so ein gelbes Glitzern natürlich noch schwerer zu sehen.
Wehe, das ist auch eine dieser weißen Schneeinseln da. Wie doof bin ich denn? Bip, 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 bip. Ich mach danach echt einen roten Kreis. Bip. So ein Scheiß. Wie komme ich dann jetzt hoch? So jetzt aber nicht, oder? 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 Lass mich hier mal drehen. Boah, die Steuerung. Da, da, da. Schön. So, und jetzt... Keine Ahnung, was machen wir hier jetzt noch zum Schluss? Wir haben hier jetzt bei Arctic World oder Arctic irgendwas... Haben wir das jetzt geschafft? Das ist schön. Würde ich sagen, kehren wir noch eben nach Sandy Bay zurück. Fremds bedankt sich auch nochmal. Ja, gut, dann erforschen beenden. Ja, nein, bitte, danke, vielleicht morgen. Ja, gute Arbeit, halt die Backen. Lalalala. Komm, ja, komm rein. Ah, dieses Gelaber, dieses ewig... Das ist richtig nervig. Dieses ewige... Es ist einfach so, dass das so schlimm ist, dass die so lahm reden. Bum, Sandy Bay, möchtest du nach Sandy Bay? Was ist... Das Spiel ist echt für Hirntote gedacht. Oh, ich fahre in das Teleporter-Teil von Sandy Bay rein. Möchte ich nach Sandy Bay? Nein, natürlich nicht. Oh, ich habe mich verdrückt, ich habe mich verfahren, ich wollte gar nicht rein. Bäh, liebe Leute. Liebe Leute, das kann doch nicht wahr sein, was das hier für ein Blödsinn ist. So, wo fahre ich jetzt an? Jetzt muss ich ja zu dem Teleporter nach Xelex, nicht? Nicht? So, dann würde ich sagen, dann fahre ich eben... Ja, zum Teleporter. Ach so, ich soll mit dem reden. Gut, dann stelle ich mich vor dem hin. Das nächste Mal geht's hier weiter und dann geht's ab in die letzte Welt von Lego Racers 2. Es neigt sich langsam dem Ende zu und mal schauen, was uns erwarten wird. Bis zum nächsten Mal.